Also wenn man das jetzt gesehen hat, denkt man, ja, Männer und Frauen neu gesehen. So ging es mir jedenfalls. Wir werden gleich einen kleinen Kontrast sehen, weil wir dann drei Filme von Männern haben, die einen ganz anderen Blick haben. Und darum geht es jetzt auch ein bisschen. Nachher auch um 18 Uhr nochmal bei uns im Veranstaltungsraum im vierten Stock in der Kinemathek. Und wir machen es alphabetisch. Die erste Frage an Janine Merfel. Janine, es ist ja dein Objekt, der Mann in diesem Film. Ist das auch ein Statement damals gewesen? Sollte das so sein? Oder war es dein Lebensgefühl? Oder wolltest du ganz deutlich sagen, ja, ich inszeniere den Mann und ich inszeniere ihn so, dass ich sagen kann, hoffentlich werde ich ihn bald los? Nein, es geht eigentlich nicht um das Thema Mann, sondern es ging da, damals darum, ich war fasziniert von Fotografie. Ich wollte fotografieren. Und das Schwarz-Weiß-Fotografieren war für mich das Wichtigste in dem Moment. Und ich merkte auch, dass in dem Moment, wo ich die Kamera habe, etwas passiert in den Beziehungen. Darüber wollte ich erzählen. Das waren meine ersten Reaktionen zu der Frage, was passiert, wenn du filmst? Was passiert, wenn du fotografierst? Ganz einfach, eigentlich ganz einfach. Und die Geschichte, die ich da gemacht habe, ist eine Geschichte, die ich so erfunden habe. Hartmut war ein Kommilitone, so wie alle, die da mitgemacht haben. Und Peter Nestler, der großartige Dokumentarist, hat mich betreut und er meinte, find eine Geschichte, die du erzählen kannst, wenn du fotografieren willst. Und das habe ich gemacht. Und die Dialoge sind auch so entstanden und irgendwie waren wir sehr leicht. Mir kamen diese Filme jetzt alle so unglaublich leicht, wie die Ruhe vor dem Sturm. Irgendwie 66 und wir waren so leicht. Haben wir denn keine Ahnung gehabt? Mein Gott. Das Spiel der Blicke ist ja ganz entscheidend auch in Subjektitüde. Das ist der erste Jahrgang der DFFB. Sie haben die Namen gesehen. Holger Meint, Gerd Konrad, Anne. Es gab nur zwei Frauen an der DFFB damals draußen oder drei. War das, wie war die Situation eigentlich als ja, Filmemacherin? Das war ja kein Wort, das man damals schon kannte. Nee, das stimmt. Man wurde genannt, aha, du willst Regisseuse werden oder eine weibliche Regisseur oder, nee, Spielleiterin kannte ich nicht. Ja, das war das. Also was mich an dem Film interessiert hat, das war so eigentlich eher wie, also an diesem jetzt, an einem Ort, zu einer Zeit, drei Leute. Und ich wollte mit subjektiver Kamera und hatte das Problem, wo schneidet man da, weil eigentlich muss man ja nicht aufhören zu schneiden, wenn man kann man gar nicht schneiden, wenn man subjektiv dreht. Und naja, es hat mich gelehrt, dass man eben als Regisseurin dann eingreifen muss und dann doch schneiden muss. Und ja. Die Generation vor 1968, so wie Janine das ja ein bisschen gesagt hat, wenn man, also ich fand, das ist ja eine Beobachtung der jungen Leute in München und wenn man die schaut, deinen Film anschaut, hat man das Gefühl, man unterschätzt die 66er auch. Ja, das weiß ich nicht, weil was ja doch dasselbe ist, sind die autoritären Strukturen. Ja, also wenn ich da jetzt an das Mädchen denke, das auf die Haushaltsschule Carola, und das schon 2,5 Jahre eingetrichtert kriegt, dass sie das soll, ja, dann ist das irgendwie für mich also schon eine Sache, die sehr viel noch mit der Realität von damals zu tun hat und deswegen ja auch vielleicht das Vorfeld für das, was kommt. Was mir aufgefallen ist in all diesen Filmen, ist, dass die Frauen wahnsinnig arbeiten, um diese Männer zu irgendwas zu bewegen. Und da wundert man sich natürlich auch, dass das irgendwie so lapidar daherkommt. Ja? Aber ich denke, das hat auch mit uns Macherinnen dann was zu tun, weil wir sind ja alle Nachkriegs
Generation in dem Sinn waren Kriegskinder, ja. Und ich glaube, diese Leichtigkeit, die war für uns nicht so wirklich da. Man hat aber versucht, bundesdeutsche Realität auch einzufangen, ja. Und ja, das war offensichtlich das Beste, was wir in dem Moment tun konnten. Ja, denn es ist ja auch sehr schwer, aus den Leuten nun irgendwas heraus zu fragen, wo man selber vielleicht auch noch nicht so ganz weiß, was denn diese Generation jetzt sich vorstellt. Offensichtlich erstmal nur die Schule zu Ende machen. Und dann sehen wir schon, aber nicht Haushaltsschule. Ja. Ja. Noch eine Frage an alle, das liegt jetzt so nah. Ja, die Frauen müssen viel tun, um die Männer etwas zu bewegen. Und es sind ja aber drei Frauen, die als Regisseurin da ihre Karriere beginnen. Mit dem Blick auf 68, das war ein Anfang, wie viele Carolas, also die in dieser Struktur noch gefangen waren, gab es denn eigentlich 66? Wie stark war dieser Aufbruchsmoment? Weiß ich nicht. Helke, weißt du da was? Oder Janine? Also ihr wart doch nicht alleine. Doch, wir waren sehr alleine. Nein, das würde ich nicht sagen, dass wir alleine waren. Es gab, also das konnte man ja daran erkennen, dass die Frauenbewegung dann aus Januar 68 so plötzlich einsetzte. Also am Anfang, ich muss schon sagen, in der Filmakademie, ich kannte praktisch ja keine Frauen, ich kannte nur Männer. Aber es war ein unglaubliches Bedürfnis da, sich über bestimmte Dinge austauschen zu können, die, also das fiel wie Schuppen von den Augen, als das anfing. Und darum gab es doch ziemlich schnell doch so eine große Bewegung dann auch. Bei uns in Ulm gab es sowohl Frauen wie Männer eigentlich. Mhm. Einige davon sind nicht mehr am Leben, leider. Aber die eigentlich ist das schon die Zeit, in der wir angefangen haben, uns sehr stark zu politisieren, ja. Und in der die Diskussionen wirklich über Politik gingen. Zuerst, ich denke, dass dieser Film, den ich da gemacht habe, noch genau davor liegt, meine erste Gehversuche in der Hochschule, als ich noch ganz frisch da aus Argentinien angekommen war und ich noch nichts kapiert hatte, aber ich wusste, ich will fotografieren, das war's. Viel mehr war es nicht. Aber zu dieser Zeit waren wir schon alle dabei, uns zu politisieren und eher Marx zu lesen, als Film zu studieren. Ja, hauptsächlich eben auch wirklich Realität einzufangen. Ja, also was passiert eigentlich? Ich meine, das zeigt ja die Retrospektive insgesamt, die ihr zeigt, dass da doch sehr viel im Aufbruch ist. Ja? Und für uns war halt, glaube ich, der Aufbruch auch, dass man Filme machen wollte. Und es war ja eine rein männliche Domäne. Ja, also es gab ja nach dem Krieg erstmal auch keine Regisseurinnen. Nicht? Da fing dann wo fing es an? Ich glaube, Frankfurt hatte die erste Filmabteilung und dann kam Ulm und dann kam Berlin. Ja, und dann München. Also. Das setzen wir jetzt gleich fort, drüben, im Filmhaus. Und jetzt schauen wir mal, wie die Männer sich halten.